here is a bulletin from cbs news in dallas texas three shots were fired at president kennedy's motorcade in downtown dallas the first reports say that president kennedy has been seriously wounded by this shooting i didn't shoot anybody sir i haven't been told what i'm here for you have a lawyer no sir i don't Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts über die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Dallas, Texas am 22. November 1963. In den letzten zwei Episoden habe ich versucht, jene Eckdaten zusammenzutragen, aus denen sich die sogenannte offizielle Version zusammensetzt. Heute würde man eher sagen die Wikipedia-Version. Nach dieser offiziellen Lesung wurde Präsident Kennedy von einem verrückten Einzeltäter namens Lee Harvey Oswald erschossen. Dieser tötete eine Stunde später einen Polizisten namens J.D. Tippett und wurde schließlich von der Polizei in einem Kino verhaftet. Zwei Tage später starb Oswald in der Parkgarage der Polizeistation durch die Revolverkugel des Nachtclubbesitzers Jack Ruby. Dieser begründete seine Tat damit, dass er Jackie Kennedy, der populären First Lady, die seelische Belastung sparen wollte, die dabei entstanden wäre, wenn Jackie nach Dallas reisen müsste, um vor Gericht gegen Lee Harvey Oswald auszusagen. So kam es dann auch in der Tat zu keiner Gerichtsverhandlung. Die historisch verbindliche Erzählung, die der amerikanischen Öffentlichkeit zehn Monate später Präsentiert wurde, schlug sich in den 888 Seiten des Abschlussberichtes der Warren-Kommission nieder, gar nicht zu sprechen von den 26 Bänden der dazu gesammelten Zeugenaussagen und fachlichen Stellungnahmen. Die Schlussfolgerung war ohne Zweifel: Lee Harry Oswald hatte Kennedy und Tippett ermordet. Er war ein verrückter Spinner mit grandiosen Wahnvorstellungen, der sich im Frühling desselben Jahres ein Gewehr mit Zielfernrohr über einen Bestellversand zukommen ließ und nur Wochen später versuchte mit diesem Gewehr nachts auf den texanischen General Edwin A. Walker zu schießen, diesen aber verfehlte. Oswald soll auch ein kommunistischer Sympathisant gewesen sein und gar ein Unterstützer von Fidel Castro. Bevor wir also beginnen, müssen wir einige Worte darüber verlieren, wie nun das Textvolumen der Warren-Kommission zu rezipieren sei. Wenn man ein relativ oberflächlicher Anhänger der Verschwörungstheorie ist, dann neigt man dazu, den Warren-Report als eine Ausgeburt der Lügen und Falschheiten zu deuten, vorzugsweise ohne ihn jemals selbst gelesen zu haben. Man liest dann eben einen bestimmten Bestseller darüber, fast alle Arbeiten der JFK- Assassination Researcher stellen auf die eine oder andere Art und Weise eine Kritik des Warren Reports dar, mit Ausnahme von Bugliosi und Posner. Wenn man ein eifriger Verteidiger der offiziellen Version ist, dann neigt man dazu, den Warren Report für die Bibel zu halten oder ist lediglich bereit einzugestehen, dass dank des riesigen Untersuchungsgegenstandes natürlich auch gewisse Fehler und Unsauberkeiten gemacht wurden. Dies sei aber mehr der chaotischen Situation in den ersten Stunden nach der Tat zu verdanken, als der schlechten Arbeitsweise der Warren-Kommission. Es ändere aber nichts an dem grundsätzlichen Resultat der Untersuchung, an dem bestehen keine Zweifel. Das Problem ist natürlich, dass die Zweifler an der offiziellen Version nicht einfach nur Theorien vom durchgeknallten fanatiker Oswald in Frage stellen, sondern sogleich auch alternative Erzählungen und Erklärungen anbieten. Und diese Erklärungen nehmen zumeist die Eckpfeiler der amerikanischen Sicherheitspolitik ins Visier, den CIA, die Navy Intelligence, den FBI, das State Department in einer Mauschelei mit der regionalen Mafia und den paramilitärischen Söldnern der Exilkubaner. Somit ein aktiver Zweifel am Warren Report zu sein, bedeutet damit de facto stets auch, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit in gewissen Kreisen des US-amerikanischen Sicherheitsapparats für einen Kritiker mit staatsfeindlichen Tendenzen gehalten wird, um es milder zu sagen. Auch wenn dies ein absurdes Bild abgibt, wenn man sich die gediegenen, älteren, zumeist rundlichen Herren so anschaut, die davor sehr kleinem Publikum ihre Vorträge halten und ihre Bücher über JFK promoten. Der amerikanische Staat hat noch immer diesen Abwehrreflex gegen diese Menschen und der Kampf um deklassifizierte Akten geht immer weiter. Und diese typischen Enthusiasten, die so wie ich die entsprechende Attentatsliteratur sammeln, lesen nur selten den ursprünglichen Text der Warren-Kommission. Wir sind zu oft von der Idee beseelt, dass der Warren-Report nur aus Lügen und Vertuschung besteht. Doch so einfach ist das nicht. Hätte man den Abschlussbericht der Warren-Kommission nur erstunken und erlogen, wäre dies für die Verschwörer ein Desaster gewesen und die Sache wäre in wenigen Stunden in sich kollabiert da alle Lügen schnell aufflögen. Man darf nicht vergessen, dass all diese Leute, die dort als Zeugen zu Wort kommen, nach dem Erscheinen des Reports jahrelang von Journalisten, Forschern und Schriftstellern belagert wurden und stets gebeten wurden, ihre Geschichte oder ihre Sicht der Dinge erneut darzustellen. Hatte es Einschüchterungen gegeben? Ja, hier und da. Hatte es Fälschungen gegeben? Ja, hier und da. Aber die Strategie der Warren Kommission war nicht das unmittelbare Lügen oder Fälschen, welches sofort aufgeflogen wäre. Nein, der Warren Bericht ist ein historisches Meisterwerk der Narrativbildung und des erfolgreichen Wegdrechselns von Informationen, die nicht dieses Narrativ unterstützen. Es gibt also durchaus eine starke Voreingenommenheit bezüglich der Auswahl der Zeugenaussagen. Das ist etwas, das dann die Gegner der offiziellen Version genauso getan haben. Denn wenn ein Anhänger der Verschwörungstheorie zum Beispiel Zeugen zitiert, die in Dealey-Plaza gestanden haben, so pickt sich ein solcher Schriftsteller all jene Zeugen aus, deren Bericht im Kontrast zu den Resultaten der Warren-Kommission steht. Diese Voreingenommenheit existiert auf beiden Seiten und hat damit keine allzu starke Aussagekraft darüber, wer nun Recht hat. Die andere Strategie der Warren-Kommission bestand in Rabulistik. Also darin, die Fakten unter einem gigantischen Berg aus sekundären und tertiären Details zu begraben, die dann alle entmutigen, weiterzulesen. Und davon gibt es sehr viel. Bizarre 20 Seiten lange Interviews, wo es um irgendwelche Nichtigkeiten am Rande des Geschehens geht. Der Gedanke, dass die 26 Bände der Warren-Anhörungen eine Menge Nebelgranaten beinhalten, ist schon relativ bald nach dem Erscheinen des Machwerks geäußert worden. Doch es zieht sich auch ein seltsamer roter Faden vom Tag eins der Ermittlungen nur Stunden nach dem Attentat bis hin zu der Präsentation des Abschlussberichts durch. Und dieser rote Faden hat viel mit der Art zu tun, wie die Verhöre und Befragungen durchgeführt wurden. Da war schon eine Menge Zermürbungstaktik im Spiel, häufig unter der Ägide des FBI. Zeugen wurden immer wieder zum selben Gegenstand befragt, sehr häufig vollgepackt mit Suggestivfragen, die auf bestimmte Ergebnisse abzielten und die Warren-Kommission wurde, wie der Bericht eindringlich zeigt, dafür berühmt, dass sie verdammt interessante Leute vor dem Mikrofon hatten, aber bei bestimmten Aussagen einfach nicht nachgefragt oder nachgehakt haben und damit den Eindruck verstärkten, dass es bestimmte Arten von Antworten gab, an denen man nicht interessiert war. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Methoden heute in keinem Gerichtssaal Amerikas bestehen würden. Es ist heute auch unbestritten, dass ein solider Rechtsanwalt, der vor Gericht Lee Harvey Oswald verteidigt hätte, die Ankläger vernichtet hätte. Die gesamte Schulderklärung Oswalds basiert lediglich auf vier Hauptzeugen: seine Frau Marina Oswald, Ruth Payne, Howard Brennan und Helen Markham. Und ein erfahrener Jurist hätte sie im Zeugenstand vollkommen zerstört. Rechtsstaatlich wäre Oswald niemals verurteilt worden. Aber eine Gerichtsverhandlung würde von Jack Ruby unterbunden. Somit blieb nur die Frage des Vermächtnisses, der historischen Rezeption der Ereignisse und letztendlich die Deniability, die Abstreitbarkeit durch Lyndon B. Johnson, J. Edgar Hoover, Alan Dulles und das CIA. Nur Lüge und Vertuschung hätte nie das gewünschte Resultat herbeigeführt. Das hätte nicht funktioniert. Es war eben ein komplexes, verwobenes Spiel, das betrieben wurde, um das Resultat so hinzudrechseln, dass man am Ende sagen konnte, es war Lee Harry Oswald und niemand sonst. Allerdings bestand das Team in der Warren-Kommission nicht nur aus der berühmten Riege aus Politikern und Juristen, die Präsident Johnson da berufen hatte, von denen die meisten sich den Prozess so weit wie nur möglich ferngehalten haben oder geradezu gegen ihren Willen ihren Namen für die Kommission hergegeben haben, wie eben Chief Justice Earl Warren, der unter keinen Umständen diese Kommission leiten wollte und dazu von einem kreischenden LBJ gezwungen wurde. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Dennoch waren die eigentlichen Arbeitsbienen der Warren-Kommission junge Juristen, die sich auf dieses Projekt durchaus mit Leidenschaft gestürzt haben, dass sie sich einen Namen machen wollten. Sie waren nicht vorhin genommen, aber sie hatten am Anfang ihrer Arbeit nicht ahnen können, dass sie absolut keinen Einfluss darauf hatten, was dann in dem 888 Seiten langen Abschlussbericht stehen würde, also das Buch, das dann in die Buchläden kam. Dennoch schlägt sich ihre Arbeit in den 26 Zusatzbänden mit dem rohen Beweismaterial ein riesiges Volumen an Informationen, welches die Warren-Kommission auch noch frecherweise ohne einen Index herausbrachte, als den letzten Mittelfinger, den sie all den Journalisten und Researchern zeigten. Deshalb bestand die erste Arbeit, die Sylvia Marr hier geleistet hatte, darin, damals für die 26 Bände einen Index zu erstellen, was eine herkulische Leistung gewesen sein muss. Im Umkehrschluss bedeutet das eben, dass der Warren-Report mit seinen 16.000 Buchseiten immer noch eine gültige und wertvolle Quelle bei der Erforschung des Attentats ist, da die Herausgeber des Reports doch zumeist gezwungen waren, sehr umfassende und korrekte Informationen darin festzuhalten, auch wenn ein kritischer oder skeptischer Leser gezwungen ist, sich in einem Labyrinth tendenziöser Aussagen zu bewegen. Es war also ein vorsichtiger Balanceakt, denn die Warren-Kommission hatte ein klares Ziel, wo sie mit dem Abschlussbericht ankommen wollte. Doch der Weg dorthin dürfte eben nicht mit schamlosen Lügen gepflastert sein. Aber es stimmt auch, dass in einzelnen Fällen tatsächlich Erklärungen verändert wurden. Zumindest behaupten es einige der befragten Zeitzeugen, die später immer wieder beteuert haben, die Warren-Kommission oder der FBI hätten ihre Aussagen geändert. Um so einen Zeitzeugen wird es vorrangig in dieser Episode hier gehen. In diesem Zusammenhang stellt sich für die Novizen dieser Thematik auch die Frage, welche Bücher ratsamer ist zu lesen. Die alten Schinken, ich meine natürlich Klassiker von damals, die man heute noch antiquarisch bekommt, oder die brandaktuellen Forschungsergebnisse von heute. Nun, ich würde sagen beides. Aber viel wichtiger ist es zu bedenken, dass es innerhalb der JFK-Anschlagsliteratur ungeheuerliche Mengen an Schrott gibt. Bücher, die gar nicht existieren sollten, da sie einfach nur schlecht geschriebener Nonsens sind und letztendlich einer ohnehin leicht angreifbaren Forschungsgemeinde schaden. Sie verwässern sozusagen das Feld, was vermutlich zu der Frage führt, wie man denn ein gutes Buch in diesem Bereich erkennt. Das sprengt aber etwas den Rahmen dieses spezifischen Podcasts. Oder dieser Episode. Aber es ist etwas, worüber ich mir mal Gedanken machen sollte und vielleicht etwas dazu niederschreiben. Auch bei der Frage von alt gegen neu gibt es keine einfache Antwort. Denn die alten Klassiker aus den 60ern und 70ern werden bis heute zitiert. Ob es nun Rush to Judgment von Mark Lane ist oder Accessories After the Fact von Sylvia Marr. Oder Six Seconds in Dallas von Josiah Thompson oder eben der populäre Klassiker des New Orleans Bezirksstaatsanwalts Jim Garrison mit dem klangvollen Titel On the Trail of the Assassins. Diese Bücher sind nie veraltet oder obsolet geworden. Zum einen ist nur wenig in ihnen als endgültig widerlegt einzustufen, wenn überhaupt wurden die damals in den 60ern gemachten Behauptungen und Thesen im Verlauf der kommenden Jahrzehnte mit weiteren Belegen angereichert. Doch was wichtiger ist, viele der Researcher jener frühen Jahre legten einen großen Wert darauf, nicht einfach nur aus dem Elfenbeinturm heraus Hypothesen zu produzieren, es gehörte schnell zum guten Ton dieser Arbeitsweise, sämtliche Zeugen und Referenten im Warren Report neu zu interviewen, sie umfassender zu befragen und dabei all jene Fragen zu stellen, welche die Ermittler der Warren Kommission nicht gestellt haben. Und sie konnten das in einer Zeit tun, als die ursprünglichen Aussagen für die Warren-Kommission nur zwei oder drei Jahre alt waren und nicht 40 oder 50 Jahre, wie es heute der Fall wäre. Sie hatten also einen noch recht frischen Zugang zu den Zeitzeugen, während wir heute thematisch in eine etwas andere Richtung gewandert sind, denn die Zeitzeugen sind entweder längst alle tot oder jene, die heute noch am Leben sind, müssen sich nun an Details erinnern, die sich vor 50 Jahren abgespielt haben. Das, das ist also problematisch. Deshalb fokussiert sich die heutige Forschung deutlich mehr auf die Möglichkeiten der Gegenwart, und das ist in erster Linie das Deklassifizieren von FBI und CIA Akten ein ewiges Tauziehen. Die alten Bücher sind häufig noch sehr relevant, und das ist oft daran sichtbar, in welchem Umfang sich die heutigen Autoren noch immer an jene Researcher der ersten Stunde beziehen und ihre Bücher zitieren. Also Forscher, die damals eben in Dallas gelebt und die Leute vor Ort gekannt haben. Wie zum Beispiel Mary Farrell, die Gründerin der Mary Farrell Foundation, einer Stiftung mit vielleicht dem größten zivilen Archiv zur JFK Attentatsforschung. Mary Farrell hat den überwiegenden Teil ihres Lebens in Dallas, Texas verbracht und hat in der Gemeinde der Assassination Forscher den Status einer Heiligen. Ihr umfassendes Archiv und somit auch Lebenswerk ist weitgehend digitalisiert und steht jedem online zur Verfügung. Darin befinden sich nicht tausende, sondern eher hunderttausende FBI- und Polizeiberichte, Zeugenaussagen und vieles mehr. So steht es jedem zu, sich auf das Pferd der Assassination-Forschung zu schwingen und auf eigene Faust Research zu betreiben. Somit finde ich die alten Beiträge zum Thema ebenso wichtig wie die ganz neuen Beiträge zum Thema. Es sind zwei Äras dieser Forschung, die sich gut ergänzen. Aber es wäre nicht richtig zu sagen, dass die neuen Bücher die alten Bücher ersetzen würden. Es ist mehr eine Erweiterung der Kampfzone. Begeben wir uns also tief in die Wildnis der Spiegel. Unsere eigentliche Expedition beginnt nun. Und ich möchte dabei einen kleinen Schritt weiter in die Vergangenheit machen und auf einige interessante Ereignisse hinweisen, die sich nur Stunden vor dem Attentat abgespielt haben. Da ist zum Beispiel die Aussage von Philip B. Hathaway im Archiv der Warren-Kommission unter der Nummer CE 2003 im Band 15 der Anhörungen. Ein kleines und vielleicht unwichtiges Versatzstück, das aber deutlich macht, wie sehr die offizielle Version davon abhängig ist, dass man tausende Details unentwegt ausblendet und vergisst, um die offizielle Version überhaupt zu glauben. Philip B. Hathaway gab zur Aussage, dass er sich kurz vor 12 Uhr mittags, also lose gesagt 30 oder 40 Minuten vor dem Attentat, mit seinem Arbeitskollegen John Lawrence auf der Accard Street befunden hatte, eine Straße, welche die Main Street kreuzt, und dort einen Mann sah, der hochgewachsen war, einen Bürstenhaarschnitt trug, einen grauen Anzug und eine sehr typische längliche Ledertasche, der man sofort anmerkte, dass sie ein Gewehr beinhaltete. Hathaway merkte seinem Kollegen Lawrence gegenüber an, dass dies sicherlich jemand vom Secret Service sein muss. Das war nur 13 Minuten Fußweg von der Dealey Plaza. Keine besonders wichtige Geschichte. Sie könnte auch andere Erklärungen haben, zum Beispiel, dass das hier ein Hobbyjäger war, der seine Waffe zum Auto trug, da es bereits Freitagmittag war und er am Samstag vielleicht auf Jagd gehen wollte. Es ist eine dieser typischen Kuriositäten, begraben in den tausenden Seiten der Warren-Kommission. Es ist aber. Auch wichtig festzuhalten, dass der Secret Service erneut und erneut beteuert und zum Protokoll gegeben hat, dass sie an diesem Tag jenseits der unmittelbaren Autokolonne keine Agenten entlang der Fahrstrecke im Einsatz hatten. Und Jim Mars schreibt in seinem Buch Crossfire, dass Sheriff Bill Decker, der in der JFK-Anschlagsforschung eine prominente, etwas rätselhafte Rolle spielt, zu Protokoll gab dass sie am selben Tag einen Anruf aus Washington bekamen mit der expliziten Anweisung, sich an den Sicherheitsmaßnahmen rund um die Autokolonne nicht zu beteiligen. Das erklärte auch ein wenig, weshalb Sekunden und Minuten nach dem Anschlag die Initiative vorrangig von Polizisten auf Motorrädern ausgeht, die Teil der Autokolonne waren, und von den 20 Polizisten, die sich auf der anderen Seite der Dile Plaza vor ihrem Polizeigebäude befanden, fast 20 Sheriff Deputies, die dort aber alle als schaulustige gestanden haben. Und es gab auch Streifenpolizisten, die entlang der Fahrstrecke der Autokolonne in regelmäßigen Abständen am Straßenrand standen. Aber an keinem der potenziellen Standorte für einen Anschlagsschützen hatte sich irgendein Polizist oder FBI oder Secret Service Agent befunden? Das macht dann das Erscheinen von bewaffneten Männern unmittelbar vor dem Attentat mächtig suspekt für die entsprechenden Forscher. Derselbe Mann würde möglicherweise von dem Zeugen Ernest J. Owens gesehen, der am selben Tag nachmittags der Dallas Polizei zur Aussage gab, er wäre entlang der Wood Street im Auto gefahren und hätte auf dem Parkplatz einen gut gebauten Mann gesehen, der ein ich zitiere wörtlich ausländisch wirkendes Gewehr trug. Der Mann soll kahlköpfig gewesen sein und einen dunklen Anzug getragen haben. Diese Spuren wurden von der Polizei und dem FBI nicht mehr weiterverfolgt, da sie am Nachmittag Oswald als den Schuldigen hatten, und so blieben diese Aussagen als kleine Kuriositäten im Kabinett der Rätsel. Es ergibt auch keinen Sinn anzunehmen, dass dies lediglich offizielle Sicherheitskräfte waren, zu denen sich im Nachhinein niemand bekennen will. Die Polizei, der Secret Service, der FBI waren nach dem Attentat massiv unter Kritik darüber, dass sie ihren Job, den Präsidenten zu schützen, nicht gemacht haben. Und eine der zentralen Aussagen der Warren Kommission bestand darin, deutlich zu machen, dass der Anschlag unvermeidlich war und nicht hätte verhindert werden können. Hätte es Stunden vorher bewaffnete Mitglieder des FBI, Secret Service oder der Dallas-Polizei im Viertel gegeben, so hätte man sich allzu gerne zu ihnen bekannt, um sagen zu können: Seht her, wir haben unsere Leute im Feld, aber gegen einen so waghalsigen Verrückten wie Oswald war es leider nicht genug. All diese Institutionen, wie der Secret Service oder die Dallas Polizei, gaben ja nicht gerade gerne zu Protokoll, dass ihre Maßnahmen nachlässig und schlampig waren, und gerade der Secret Service musste sich dazu einiges anhören. Es gibt aber auch ein größeres Problem. Denn Sylvia Marr widmet das ganze Kapitel 26 ihres berühmten Buchs Accessories After the Fact einem mysteriösen, großgewachsenen Mann mit Bürstenhaarschnitt, der auch in den darauffolgenden zwei Tagen unentwegt von Journalisten und Polizisten gesehen wurde, insbesondere nach der Verhaftung von Oswald und im unmittelbaren Zeitrahmen der Tötung von Oswald durch Jack Ruby. Und diese Betrachtungen beschäftigen sich auch damit, dass die Warren Kommission recht vehement die These verfolgte, dass Jack Ruby spontan und im Affekt gehandelt hatte. Das war wichtig, denn alles andere hätte zu einer Schlussfolgerung geführt, dass da Planung und somit Verschwörung im Spiel war, und man Oswald so schnell wie möglich aus dem Weg räumen wollte. Und es war klar, dass früher oder später die Öffentlichkeit über das Detail stolpern würde, dass Jack Ruby mafia war. Die Warren Kommission wusste also von Anfang an, dass es eine harte Nummer sein wird, der Bevölkerung, Jack Ruby, den Mörder von Lee Harry Oswald als den Jackie Kennedy Fanboy zu verkaufen, der einfach nur aus Hitzköpfigkeit den Mörder von Kennedy bestrafen wollte. Eine weitere wichtige Zeugin der Ereignisse war zum Zeitpunkt des Attentats nicht auf der Dili Plaza, doch ihre Aussage ist faszinierend und vermutlich sehr wichtig. Julia Ann Mercer war damals 23 Jahre alt und erzählte bei ihrer Aussage, dass sie am 22. November kurz vor 11 Uhr vormittags mit ihrem Auto über die Dili Plaza gefahren war. Sie fuhr einen Mietwagen, einen weißen Valiant, auf der Elm Street in Richtung des Triple Underpass. Sie fuhr also exakt über den Punkt, wo 90 Minuten später Kennedy erschossen wurde. Julia and Mercer beschrieb, dass sie kurz bevor sie die Unterführung erreichte, auf die Bremse treten musste, da ein grüner Ford Kleinlastwagen ihre Fahrspur blockierte und dort recht unvorschriftsmäßig stand. Ich habe mir ihre beglaubigte Aussage aus dem Band 19 der Anhörungen rausgeholt. Sie beschreibt, dass der Kleinlastwagen mit den rechten Reifen auf dem Gehsteig stand, aber noch immer so viel von der Straße blockierte, dass sie nicht einfach so an ihm vorbeifahren konnte. Die Elm Street ist zwar mehrspurig, aber Mercer musste erst einmal stehen bleiben und warten, bis die Fahrspur neben ihr frei genug war, dass sie den Blinker anwerfen konnte, um den Lastwagen zu umfahren. Dass der Minilastwagen allzu bald von alleine weiterfahren würde, dachte sie da nicht, da vorne die Motorhaube des Fahrzeugs hochgeklappt war. Sie sah zwei Männer in dem Wagen. Einer von ihnen, ein eher junger Typ, stieg auf der Beifahrerseite aus und ging zu der Ladefläche des Trucks, wo sich Metallkisten und Werkzeugkästen befanden. Von dort nahm der junge Mann etwas heraus, das schmal und lang war und das sie als ein Guncase beschrieb, eine Gewehrtasche. Sie beschrieb auch die ungefähren Maße der Packung und dass der längliche Gegenstand sich zur Spitze hin verengte. Von dort ging der junge Mann sogleich die Grasböschung hoch. Sie beschrieb sogar, wie sich das Ende des schmalen Koffers kurz mal im Gestrüpp verfing und wie der junge Mann für eine Sekunde anhielt, um es zu befreien. Julia and Mercer beschrieb den Mann als einen Spätzwanziger vielleicht in seinen frühen Dreißigern, mit einer grauen Jacke, brauner Hose, einem karierten Hemd und einer Art Wollmütze mit einer Quaste dran oder einem Troddel, ein ungewöhnliches kleines Detail. Während sie dann also an dem grünen Lastwagen vorbeifuhr, hatte sie Augenkontakt mit dem Fahrer, den sie als stämmig oder untersetzt empfand, mit einem runden Gesicht und hellbraunen Haaren. Sie sagte auch, dass sie weiter weg drei Polizisten sah, die bei einem geparkten Polizeimotorrad standen und sich unterhielten. Jim Mars schreibt in seinem Buch Crossfire, dass es tatsächlich das Warren-Kommissionsarchiv-Dokument 205 gibt und darin die am 9. Dezember 1963 gemachte Aussage eines Polizisten namens Evie Brown steht, der sich erinnerte, dort auf Entfernung einen solchen Kleinlastwagen gesehen zu haben, aber geglaubt hatte, dass der Wagen irgendeinen Motorschaden hat. Hierbei verweist er auf Patrolman Joe Murphy, der sich der Situation angenommen hatte. Am selben Tag verhörten Special Agent Henry J. Oliver und Louis M. Kelly, also den Streifenpolizisten Joe Murphy. Dieser gab zu Protokoll, dass sich auf der halben Strecke zwischen Houston Street und dem Triple Underpass circa um 10.30 Uhr bis 10.40 Uhr ein Kleinlastwagen dort aufgehalten hatte. Dieser Hätte zu einer Baufirma gehört, deren Namen sich Patrolman Murphy nicht gemerkt hatte, die aber irgendwie zu den Bauarbeiten an der First National Bank an der Ecke Elm Street und Ackhardt dazu gehörte, welche zu diesem Zeitpunkt stattfanden. Murphy beschreibt die Sache so. Es gab dort drei Bauarbeiter, die dort mit ihrem Lastwagen feststeckten. Er nahm einen von ihnen mit zu dem besagten Bankgebäude, wo sich die Baustelle befand, damit dieser ein Abschleppfahrzeug organisieren konnte, während die beiden anderen Männer bei ihrem Kleinlaster blieben und warteten. Relativ kurz vor der Ankunft der Autokolonne mit dem Präsidenten traf dort ein zweiter Truck ein und beide Fahrzeuge fuhren gemeinsam weg, indem der eine den anderen abschleppte. Joe Murphy beschrieb den Kleinlaster tatsächlich als grün und vermerkte, dass tatsächlich am Anfang die Motorhaube offen war. Es gibt also zumindest zwei Polizeiberichte, die dieses Ereignis reflektieren. Der grüne Minilaster war da und Julia Mercer hat sich den nicht ausgedacht. Was vielleicht etwas abweicht, ist, dass sie es so beschrieb, als ob der Lastwagen knapp vor der Einfahrt in die Unterführung gestanden hatte, während Patroman Murphy es eher so beschrieb, als ob der Kleinlaster viel höher, mehr auf der Höhe der Pergola, gestanden hatte. Das sind Details, der Unterschied ist vielleicht 50 Meter. Die Aussagen widersprechen sich aber auch gewaltig. Und man müsste hier zu Rate ziehen, dass Joe Murphy mit den Insassen des Lastwagens eine ganze Weile zu tun hatte, während Julia Mercer ein Ereignis beschreibt, das letztendlich sehr kurz war. Viele Jahre später, in dem seltenen Interview, das sie dem Researcher Henry Hurd gab, sagte sie aus, sie hätte dort ungefähr drei Minuten hinter dem Lastwagen festgesteckt, weil der Straßenverkehr in den Spuren links von ihr ebenso dicht war. Eine gewisse Skepsis und Kritikfähigkeit gebietet an dieser Stelle dem professionellen Blick des Streifenpolizisten mehr Gewicht zu verleihen. Wenn ich erstmal davon ausgehe, dass Julia Mercer sich das alles nicht aus den Fingern gesogen hat, um sich wichtig zu machen, und öffentliche Wichtigtuerei ist irgendwie auch ein amerikanischer Nationalsport, so muss doch auch der Gedanke erlaubt sein, dass ihr das Gehirn einen Streich spielt. Aber. Hier ist noch ein weiteres Problem und ich habe in der einführenden Episode 0 darauf hingewiesen und zwar mit äußerstem Nachdruck. Das hier ist die Wildnis der Spiegel. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass die Dinge nicht das sind, was sie scheinen. Und das bedeutet nicht immer jede Aussage als eine Lüge zu deuten oder sie für wahr zu halten. Die Polizei in Dallas war ein problematischer Haufen. Man konnte damals in die übelsten Mafiasten. Tripclubs und Bordelle gehen, an denen es in Dallas nicht mangelte, und dort saßen an den Tischen Polizisten, Mafia-Typen und die regionale Machtelite im selben Raum, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Und das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Streifenpolizisten Evie Brown und Joe Murphy korrupte Männer waren, die ihre Aussagen gefälscht haben, da Julia und Mercer. Irgendwie dem großen Plan im Weg stand. Nein, das ist unwahrscheinlich, denn diese beiden Streifenbullen waren kleine Lichter im Apparat. Sie hätte man vermutlich kaum in Jack Ruby's Strip Club angetroffen, da ihr Gehaltsstreifen für solche Späße zu klein war. Somit, es wäre etwas abwegig, die gesamte Polizei von Dallas als einen korrupten Haufen darzustellen. Die gewöhnlichen Streifenbullen waren häufig anständige Leute. Es waren oft ihre Vorgesetzten, die dann mit der Mafia ein paar Drinks kippten und dies vermutlich für eine gute Strategie hielten, um mit dem organisierten Verbrechen klarzukommen. Und eine Menge Polizisten waren damals in einer Weise korrupt, dass es einem den Atem verschlägt, zumindest heute. Irgendwelche Kickbacks zu kassieren war nicht unüblich, zum Beispiel indem man bestimmte Leute darüber informierte, dass gegen sie ermittelt wurde, etc. Das kann man nicht einfach ignorieren. Das bedeutet auch, dass ich all diese hunderte Aussagen offizieller Beamter im Archiv der Warren-Kommission immer mit gewisser Vorsicht lese. All diese Streifenpolizisten unterstanden Sheriff Decker und Polizeichef Curry und diese beiden Männer sind eindeutig nicht über jeden Zweifel erhaben. Wir sind damit nur eine Armlänge von Bürgermeister Earl Cabell entfernt, dessen Bruder Charles nur zwei Jahre zuvor von John F. Kennedy aus dem CIA gefeuert wurde. Somit, wir können in solchen Situationen die Dinge nur zur Kenntnis nehmen. Ich kann die Aussage von Joe Murphy nicht als eine Lüge darstellen, denn dies wäre nicht beweisbar. Ich kann sie auch nicht blind als Wahrheit akzeptieren, weil die Polizei von Dallas in ihrer Gesamtheit sehr problematisch ist, um es milde zu sagen. Erschwerterweise kommt dazu, dass das Interview mit dem Polizisten Joe Murphy nicht wirklich ein Affidavit ist, den am Ende der Polizist durchgelesen und unterzeichnet hätte. Es ist lediglich ein Bericht, erstellt von den beiden G-Men Kelly und Oliver. Somit ist die Glaubwürdigkeit des Berichts eher an die Glaubwürdigkeit des FBI gekoppelt. Denn das ist, was dann Einzug in den Warren Report erhielt. Glaube ich also einem verdutzten 23-jährigen Mädchen? Oder glaube ich, dem FBI. Auf jeden Fall ist mir kein Fall bekannt, wo der Polizist Joe Murphy vielleicht im hohen Alter irgendeinem JFK-Researcher erzählt hätte, die Dinge hätten sich damals, 90 Minuten vor dem Attentat, etwas anders abgespielt. Etwas, das oft genug bei den Zeitzeugen vorkam, aber nicht in diesem Fall. Eine seltsame Situation. Die Story von Julia und Mercer ist vermutlich nicht von großer Wichtigkeit, aber sie ist ein gutes Beispiel dafür, weshalb die JFK-Attentatsforschung nicht einfach ist. Denn solche unklaren Situationen sind darin zahlreich. Egal, wo man die Ecken des Teppichs kurz anhebt, man sieht jedes Mal seltsame Dinge, Widersprüche. Und ich rede nicht von 20 Seltsamkeiten, ich rede von 20.000 Seltsamkeiten. Wir haben noch nicht einmal richtig angefangen. Und die eine Seite geht dabei so vor, dass sie die Zeugen der Gegenseite als Lügner bezeichnet, und umgekehrt tut die Gegenseite genau dasselbe. Wir können mit Gewissheit sagen, dass Julia in Mercer an dieser Stelle einen grünen Kleinlastwagen sah. Hatte sie sich die Geschichte mit dem Gewehr zusätzlich ausgedacht, um sich wichtig zu machen? Wahrscheinlich nicht, denn diese Geschichte hat noch eine Fortsetzung, und diese Fortsetzung spricht eher zu ihrem Gunsten. Aufpassen julia und mercer fuhr also an dem grünen pickup truck vorbei und setzte ihre reise fort, die nach fort worth führte. auf halber strecke machte sie halt um dort an einem raststätten diner mit dem namen howard johnsons ein spätes frühstück einzunehmen. dies war ein lokal, in dem sie öfter aufschlug, und sie kannte dort auch einige leute und sogar einige polizisten, die dort regelmäßig bei ihrem streifendienst halt machten. Sie erzählte sogleich einigen Leuten von dem grünen Kleinlaster und dem jungen Typen mit dem Gewehr und kommentierte dies mit den Worten Der Geheimdienst ist nicht gerade sehr geheim. Das war in dieser Situation immer wieder die gängige Annahme der Zeugen, dass sie all diese Leute mit Knarren für den Secret Service hielten. So würden wir vermutlich alle denken. Die zivile Bevölkerung wusste ja nichts darüber, dass der Secret Service sich in Dallas nicht wirklich für Sicherheit interessierte, abgesehen von einer gewissen grundsätzlichen Koordination mit der Dallas Polizei, wie man aus den Aussagen des Secret Service Agenten Forrest Sorrells entnehmen kann, und dass sie im Vorfeld der Ankunft von JFK keinen einzigen Agenten im Feld hatten. Julia Mercer hatte all das also erzählt, bevor das Attentat passiert ist bevor tausende Menschen, beflügelt durch die Aufregung des Attentats, begonnen haben, ihre Egos zu polieren und sich irgendwie mediengeil in Szene zu setzen. Als Julia Mercer ihre Geschichte erzählte, in diesem Diner, hatte Kennedy vermutlich noch einige Minuten gelebt. In der Zwischenzeit ereignete sich das Attentat. Wir schreiben ja 1963. Das darf man sich also nicht wie heute vorstellen, wo 99,99% ,99 der Bevölkerung etwas derartiges fast gleichzeitig innerhalb von zwei Minuten erfahren würden, weil 99% der Bevölkerung unentwegt auf das Display ihres Handys starren. Julia Mercer setzte also ihre Reise nach Fort Worth fort, wurde aber nach weniger als einer Viertelstunde plötzlich von einem Polizeiwagen gestoppt. Es waren die Polizisten aus dem Diner, die zuvor ihre Anekdote über den nicht sehr geheimen Geheimdienst mitgehört haben. Als sie erstmal im Polizeiauto saß, wurde sie darüber informiert, dass auf den Präsidenten geschossen wurde und dass es sich an genau jener Stelle ereignet hatte, wo sie ihre Anekdote verortet hatte. Die Polizisten nahmen sie mit nach Dallas zurück, um sie zu befragen. Dort wurde sie dann stundenlang verhört. In ihrem Interview mit Henry Hurd spricht sie von vier bis fünf Stunden. Sie wurde abwechselnd von uniformierten Beamten und Männern in ziviler Kleidung befragt, ohne dass sich jemand die Mühe machte, sich auszuweisen oder ihr irgendwelche Polizeimarken zu zeigen. Sie musste ihre Geschichte mehrmals wiederholen, bevor man sie schließlich nach Hause fuhr. Für eine junge, 23-jährige Frau muss das eine recht bedrohliche Erfahrung gewesen sein. Ihre unterschriebene Polizeiaussage endet mit den Worten, dass sie durchaus glaubt, beide Männer identifizieren zu können, sollte sie ihnen gegenübergestellt werden. Der führende Secret Service-Agent Forrest Sorrells, dessen Name in diesem Podcast noch öfter fallen wird, gab in seiner Aussage für die Warren-Kommission, zu finden in Band 7, zu Protokoll, dass er im Raum war, als die Dallas Sheriffs Julia und Mercer verhört haben er konnte sich in seinem interview mit der warren kommission an ihren namen nicht mehr erinnern gab aber ihre ganze geschichte mit dem gewehr welches sein mann die grasböschung hochtrug wieder er bestätigte also und so steht es in band 7 der warren akten dass zu diesem zeitpunkt tatsächlich eine frau in der polizeistation von dallas verhört wurde die von dem grünen lastwagen und dem jungen mann mit dem gewehr sprach Forrest Sorrells erklärte aber, dass er diesen Hinweis nicht weiter verfolgte, da fast zur gleichen Zeit im Texas Schoolbook Depository das Gewehr von Oswald gefunden wurde und äh, diese ganzen peripheren Hinweise deshalb aufgegeben wurden. Und Sylvia Marr schreibt dazu in ihrem legendären Buch Accessories After the Fact, dass das ein unglaublicher Fall von professioneller Sorgfaltspflichtverletzung ist, denn wie hätte Sorrell oder jeder andere Ermittler das bloße Auffinden des Gewehrs in der sechsten Etage des Dallas Schoolbook Depository innerhalb einer Stunde nach dem Attentat bereits für eine so überzeugende Lösung des Falls halten können, um alle anderen dem widersprechenden Hinweise sofort zu ignorieren und beiseite zu fegen. Er sagt aber auch einen Absatz früher, dass er am Freitag vor der Ankunft von John F. Kennedy mitgeteilt bekam, vor dem Triple Underpass sei ein kleiner Lastwagen stehen geblieben, der wohl zu irgendeiner Baufirma gehört und müsste wohl abgeschleppt werden. Ich nehme an, dass im Vorfeld der Autokolonne die Dallas Polizei den Secret Service über alle Seltsamkeiten oder Ungereimtheiten in Kenntnis setzte, die sich entlang der Fahrstrecke abzeichneten oder anbahnten. Und so erfuhr Sorrells schon am Freitagvormittag von diesem Zwischenfall mit dem Lastwagen. Man teilte ihm auch mit, dass ein Polizist sich darum kümmern würde. Das wäre dann wohl Joe Murphy und die jemanden bei der Baufirma ausfindig gemacht hatte, so dass jemand hingefahren ist, um den Kleinlaster aus dem Weg zu räumen. Doch bereits am nächsten Morgen, also am Samstag, den 23. November, stand der FBI vor Julia Ann Mercers Haustür. In ihrem Gespräch mit Henry Hurd erzählt sie, dass dies um 4 Uhr morgens war. Sie wurde in das Dallas County Sheriff's Office gebracht, vermutlich das eine in Dealey Plaza, wo man ihr mindestens ein Dutzend Fotos zeigte und sie bat, zu identifizieren, ob einer der beiden Männer im Kleinlastwagen auf den Bildern ist. Der FBI-Bericht besagt, dass sie keinen der Männer auf den Fotos mit dem grünen Kleinlastwagen in Verbindung bringen konnte. Das ist, wie gesagt, der Samstag. Also 24 Stunden bevor Ruby in einem angeblichen Affekt Lee Harvey Oswald erschießen würde. Am Sonntag saß Julia und Mercer wie die meisten vor dem Fernseher, da die Nachrichtensprecher im Fernsehen schon stundenlang die Überführung von Oswald in das Polizeigefängnis angekündigt haben, inklusive der versprochenen Pressekonferenz mit Oswald, die live übertragen werden sollte. Im Grunde saß die ganze Nation gebannt vor der Glotze. Später erzählte Julia in Mercer, dass, als sie Jack Ruby im Fernsehen sah, wie er Oswald erschoss, sie sofort das Gefühl hatte, dies ist der gleiche Typ, den sie hinter dem Lenkrad des grünen Kleinlastwagens sah, und dass es ganz sicher der Mann war, den sie am Samstag, also an Tag vorher, unter der Aufsicht des FBI von den Fotos herausgepickt hatte. Und ich weiß, was ihr denkt, und ihr habt recht, da besteht irgendwo ein großer Widerspruch, denn der FBI schrieb in seinen Bericht, dass sie keine Fotos mit den zwei Männern im Kleinlastwagen in Verbindung bringen konnte. Doch das ist etwas, was Julia und Mercer immer bestritten hat. Damit entsteht die große Frage mitten im Raum, der große Elefant. Wenn der FBI Julia und Mercer bereits am Samstag Fotos von Jack Ruby zeigte, offensichtlich weil sie etwas wussten und nun eine Bestätigung suchten, ob Julia und Mercer den Mann identifizieren konnte oder nicht, Weshalb haben sie nicht am selben Tag Jack Ruby verhaftet und entsprechend verhört, anstelle es zu ignorieren und damit zuzulassen, dass Ruby 20 Stunden später Lee Harvey Oswald erschießt, in der Gegenwart von 70 Polizisten? Natürlich wirkt es so, als ob die gesamte Befragung von Mercer nur dazu diente, um herauszufinden, wie sehr der Ruby-Plan zur Ermordung von Lee Harvey Oswald durch eine unliebsame Zeugin gefährdet war. Spekulation zugegeben. Aber wenn man sich mit diesem ganzen Fall länger beschäftigt, wird eine Sache unverrückbar deutlich. Es wäre unvorstellbar gewesen, dass es eine echte Gerichtsverhandlung mit Lee Harvey Oswald auf der Anklagebank gegeben hätte. Ein solcher Wirrwarr hätte nie zu einer glaubwürdigen Verurteilung von Oswald geführt, und der Staatsapparat wusste das. Der Staatsapparat wusste das, als Jack Ruby im Gefängnis zu Earl Warren sagte er wolle von der Warren Kommission aus Dallas nach Washington überführt werden, und dann werde er im vollen Umfang singen. Etwas, das natürlich nicht passierte. Und die Transkripte zwischen Earl Warren und Jack Ruby sind faszinierend und befremdlich zugleich. Warren wollte von Ruby nichts hören, weil er Angst hatte, dass dadurch die ganze Kommission in sich kollabiert. Jack Ruby sagte ihm ganz deutlich Halten Sie mich für zurechnungsfähig, habe ich irgendetwas bis jetzt gesagt, das den Eindruck verhärtet, ich sei ein Spinner? Earl Warren sagte darauf, nein, nein, Sie machen einen sehr zurechnungsfähigen Eindruck, und Jack Ruby daraufhin, ich habe einiges Interessantes zu erzählen, aber werden Sie es sich auch anhören? Earl Warren verläuft sich daraufhin in Ausflüchten und betont, die Kommission hätte nicht die Mittel, ihn, also Jack Ruby, zu beschützen. Es ist recht unglaublich. Vier Jahre später, im Januar 1968, rief der Ehemann von Julia N. Mercer im Büro des berühmten New Orleans Bezirksstaatsanwalts Jim Garrison an und erzählte ihm, seine Frau Julia und er seien gegenwärtig in New Orleans und würden gerne mit ihm sprechen. Garrison kannte natürlich Mercers Aussage in den Unterlagen des Warren Reports. Jim Garrison hatte anfangs seine Ermittlungen sehr diskret abgewickelt, da er wusste, wie sehr ein Medienzirkus der Arbeit schaden würde. Doch das ließ sich nur eine begrenzte Zeit vor der Öffentlichkeit verheimlichen, insbesondere da nun bestimmte Elemente begonnen hatten zu erkennen, dass Garrison in einem echten Hornissennest stocherte. Die Medien wurden geradezu zielgerecht aktiviert, um die Ermittlungen zu stören und Garrison mit Häme- und Korruptionsvorwürfen zu überhäufen. Das geschah allerdings noch bevor er irgendeine Anklage erhob. Aber der Rummel hatte auch einige Vorteile, nämlich dass gewisse Menschen durch die Presse erfuhren, dass sich da in New Orleans etwas abspielte, das mit dem Attentat zu tun hatte, sowie das Ehepaar. Jim Garrison stimmte zu, Julia und Mercer im Fairmont Hotel aufzusuchen, wo das Ehepaar übernachtete. In seinem extrem kurzweiligen Bestseller On the Trail of the Assassins beschrieb Jim Garrison Julia und Mercer und ihren Ehemann als ein beeindruckendes Ehepaar und meinte, Julia und Mercer sei eine Zeugin wie ein Staatsanwalt sie sich im Gerichtssaal nur wünschen kann und bezeichnete sie als intelligent und gut angezogen. Garrison schreibt sogar wörtlich im 17. Kapitel seines Buchs: Kein anderer Zeuge erleuchtete für mich in solchem Maße die Tragweite der Vertuschung. Jim Garrison hatte auch eine Kopie der Aussage von Julia and Mercer mitgebracht, so wie sie in die Akten der Warren-Kommission eingegangen ist. Mercer las die beiden Seiten in seiner Anwesenheit und schüttelte anschließend nur den Kopf. Ihre Aussage gegenüber Garrison war. Das würde alles geändert. Die Aussagen sind zum Teil das Gegenteil von dem, was ich gesagt hatte. Sie erzählte dem Staatsanwalt aus New Orleans dann, dass sie am 23. November 1963, also einen Tag nach dem Anschlag, Oswald befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Haft der Polizei von Dallas, einen ganzen Stapel aus Fotos anschauen sollte, ob die Männer im Lastwagen nicht dabei sind. Sie wählte vier verschiedene Männer auf den Fotos aus, die für sie wie der Fahrer des grünen Kleinlastwagens aussahen, aber nur ein Foto mit Bestimmtheit. Als dann die Fotografie beiläufig umgedreht wurde, so schreibt es zumindest Jim Mars in seinem Buch Crossfire, konnte sie lesen, dass dort jemand mit dem Bleistift Jack Ruby hingeschrieben hatte, ein Name, der Julia Mercer zu diesem Zeitpunkt nicht geläufig war. Nochmal zur Erinnerung, dies war weniger als zwanzig Stunden nach der Ermordung von Kennedy und ungefähr zwanzig Stunden vor der Ermordung von Lee Harvey Oswald durch Jack Ruby. Es wird oft in der Gegenliteratur behauptet, dies sei alles erlogen, da die Fotoauswahl erst fünf Tage später stattfand. Ein Argument, das sich wohl irgendwer aus den Fingern gesogen hat, denn es erscheint mir auch absurd, dass vier Tage nach dem Ruby's Gesicht ungelogen in jeder Zeitung auf diesem Planeten erschienen ist, sich noch jemand beim FBI die Mühe machen würde, ihr ein Foto von Jack Ruby zu unterschieben. Es klingt nicht sehr plausibel. Fünf Tage später wäre diese Foto Gegenüberstellung unwichtig geworden, denn Julia Mercer hätte geradeaus gesagt Der Typ hinterm Lenkrad sah aus wie dieser Ruby aus dem Fernsehen. Mercer sagte zu Garrison auch, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob die anderen drei Fotos, die sie damals gegenüber dem FBI ausgesucht hatte, nicht vielleicht auch Ruby zeigten oder nur jemanden, der so ähnlich aussah. Aber bei dem einen Bild, das sie vorrangig identifiziert hatte, war sie später dann sicher, dass es Jack Ruby war. Aber wer Jack Ruby war, erfuhr sie letztendlich erst am nächsten Tag durch die Fernsehsendung. In der FBI Version ihrer Aussage stand allerdings Mercer konnte keine der Fotografien identifizieren. Was noch interessanter ist, als am nächsten Tag Oswald durch Jack Ruby erschossen wurde und alle es im Fernsehen gesehen haben, rief Julia n Mercer ihren FBI Kontakt erneut an und bestätigte, dass dieser Mann im Fernsehen und der Fahrer des grünen Kleinlastwagens dieselbe Person sind, dieser Anruf wurde aus dem FBI-Bericht vollständig weggelassen und existiert somit nur basierend auf den Aussagen von Julia Mercer gegenüber Jim Garrison. Als Jim Garrison ihr die Zeile im FBI-Report zeigt, wo steht, dass sie niemanden identifizieren konnte, ist Mercer recht fassungslos und muss geradezu loslachen. Er befand sich nur wenige Fuß von mir entfernt, erklärte sie Garrison. Wie konnte ich nicht wiedererkennen, dass es Jack Ruby war, nachdem ich ihn im Fernsehen gesehen hatte? Ein interessanter Punkt ist auch diese ganze Affäre um die Air-Condition-Aufschrift. So steht in ihrer ersten Aussage also vom Freitagnachmittag des 22. November nur Stunden nach Kennedys Tod, sie hätte behauptet, auf dem grünen Lastwagen befand sich ein großer Aufkleber oder Schriftzug mit den Worten Air-Condition. Das hatte dazu geführt, dass wohl tatsächlich erhebliche Polizeiresourcen durch Dallas geschickt wurden, tagelang auf der Suche nach einem fiktiven Kleinlaster mit der Aufschrift Air Condition. Damit trug dieses Detail auch dazu bei, dass Mercers Aussage als eher sehr unzuverlässig von der Warren-Kommission eingestuft wurde. Gegenüber Jim Garrison erklärte Julian Mercer, jedes Mal, wenn ich befragt wurde, was zumindest zweimal durch den FBI stattfand, habe ich betont, dass der Truck keine Schriftzüge besaß. Sie bestritt also, dass sie an diesem Freitag, wo sie stundenlang in der Polizeistation saß und uniformierte Polizisten und FBI-Leute sich abwechselnd ihre Geschichte anhörten, jemals behauptet hätte, der Kleinlastwagen besäße einen großen Schriftzug auf der Seite. Besonders verstörend war die Sache mit den Unterschriften unter den Zeugenaussagen, die Julia Mercer gegenüber Garrison als Fälschungen bezeichnete, trotz der Tatsache, dass die Dokumente notariell beglaubigt waren. Sie gab Garrison sogleich ihre Unterschrift, um die Unterschiede zu zeigen. Die gefälschte Unterschrift sei zwar durchaus bemüht, ihrer eigenen Unterschrift zu ähneln, sei aber nicht die ihre. Als dann allerdings der Jim Garrison Fall zu einem nationalen Zirkus wurde, begann es Julia and Mercer schnell bewusst zu werden, dass ihre gesamte Aussage im Konflikt zu der offiziellen Version steht, und so tauchte sie zügig wieder unter und entzog sich jeglicher öffentlichen Nachfrage. Verübeln kann man es ihr nicht, denn in der Zwischenzeit begannen sich auch die Gerüchte über Autounfälle und Herzinfarkte zu häufen, die erstaunlich oft Zeugend des JFK Attentats befielen ein Thema für sich. Doch ihr diskretes Verhalten steht im Widerspruch zu der wiederholten Aussage, sie sei einfach nur geltungssüchtig und hätte es sich ausgedacht, um sich in Szene zu setzen. Jim Mars erwähnt auch einen Dallas Anwohner namens Julius Hardy, welcher der Zeitung Dallas Morning News erzählte, er hätte am Vormittag des 22. Novembers oben auf dem Triple Underpass drei Männer gesehen, die mit Sicherheit Gewehre transportiert haben. Er meldete die Sichtung dem FBI, der dies aber nicht weiterverfolgte. Diese ganze Angelegenheit stellt lediglich eine winzige Perle innerhalb des ganzen Kennedy-Oswald-Komplexes dar. Doch der Pionier dieser Forschung, Mark Lane, beginnt seinen Bestseller Rush to Judgment genau mit diesem Zwischenfall. Und der Fall von Julia and Mercer wird auf der ersten Seite seines Buchs beschrieben. Hätte das Verhör von Julia and Mercer in den darauffolgenden Monaten stattgefunden, es wäre ein leichtes Anzunehmen, dass Julia and Mercer in der Zwischenzeit mitgekriegt hat. Dass da so ein gewisser Rummel um den Grassy Knoll auf der Dealey Plaza entsteht und ihre Geschichte von einem jungen Mann, der mit dem Gewehr dort in Richtung Holzzaun geht, hätte perfekt reingepasst und ich hätte es an dieser Stelle vermutlich für eine Lüge gehalten. Aber warum würde ein 23-jähriges Mädchen etwas über den Grassy Knoll erzählen, noch bevor Kennedy erschossen wurde? Das machte sie plötzlich zu einer sehr imposanten Gestalt in der ganzen Forschung. Es gibt viele Leute, die danach behaupteten, sie hätten das und das gesehen oder gehört. Aber es gibt nur wenige, die das schon gesagt haben, bevor Kennedy getötet wurde. Aber denkt immer daran: Wir sind hier in der Wildnis der Spiegel. Oben ist unten, rechts ist links, Wahrheit ist Lüge und Lüge ist Wahrheit. Du und ich, wir werden hier an dieser Stelle diesen Fall nicht lösen. Größere Geister zerbrechen sich darüber seit 50 Jahren unentwegt den Kopf. Vincent Bugliosi, unser allerliebstes Hassobjekt, porträtiert Mercer als eine schamlose Spinnerin, die einfach nur durchgeknallt ist. Er mogelt sich aber in seinem höchst problematischen Buch Reclaiming History, das heute eines der Standbeine der Lone Gunman Theorie ist, ziemlich um die von mir hier skizzierte Problematik, dass Mercer all das zu Protokoll gab, als der Mord ungefähr eine Stunde alt war und die Leute nicht mal etwas von Oswald wussten. Aber Bugliosis Buch ist für mich geradezu unlesbar. Anfangs wollte ich es als so eine Art Gegengewicht benutzen, um auch die andere Seite, äh, die andere mehr konservative Perspektive zu zeigen. Doch das würde schnell langweilig, da bei Bugliosi einfach alle entweder Lügner oder Spinner sind oder A und B kombiniert. In Augenblicken des Zweifels neige ich dann dazu, mich an jene Bücher zu halten, die einfach einen sehr hohen Glaubwürdigkeitsstatus haben, da die Verfasser eben ein ethisch- einwandfreies Ansehen besitzen und das Buch, das sie geschrieben haben, allgemein als von extrem hoher Qualität gilt. Ich lese auch die verrückten Bücher mit den eher frechen Theorien, aber am Ende kehrt man immer zu jenen zurück, die es bewiesen haben, dass sie solide arbeiten und sich auf keine Spinnereien einlassen. Wie zum Beispiel das Buch JFK and the Unspeakable, geschrieben von James W. Douglas. Und siehe da, Douglas widmet Julia und Mercer mehrere Seiten. Douglas bezieht sich dabei zu weiten Teilen auf die Akten des Warren Reports, die ich hier bereits geschildert habe, aber auch auf die Unterlagen von Jim Garrison aus dem Jahr 1968. Übrigens, als dann zehn Jahre später Jim Garrison die Mitglieder des House Select Committee on Assassinations darauf verwies, unbedingt auch Julia und Mercer zu einer Anhörung vorzuladen, gelang es dem Komitee nicht, sie zu finden. Im Abschlussbericht des Komitees von 1979 stand dann auch eine Fußnote dazu, die besagte, dass es nicht gelungen sei, Frau Mercer ausfindig zu machen. Das ist also nicht das Verhalten einer mediengeilen Spinnerin, die sich die Details ausgedacht hat. Wie bereits erwähnt, gelang es nur in 1983 dem Buchautor Henry Hurd Julia an Mercer ausfindig zu machen, und sie stimmt dazu, mit ihm ausführlich über die drei Minuten auf der Dealey Plaza zu sprechen, vorausgesetzt er beschütze ihre Identität und ihren damaligen Wohnort. Ein auffälliger Unterschied zwischen ihren Aussagen gegenüber Henry Heard in 1983 und ihrer beglaubigten Zeugenaussage für die Dallas-Polizei am 22. November 1963 ist übrigens die Beschreibung der Verpackung der Waffe. Denn gegenüber Henry Hurd beschrieb sie es eher so, als ob das Gewehr sich in einer Art Papierumwicklung befand, also im Paketpapier, während das Verhörprotokoll von 1963 etwas über eine Art Gewehrtasche mit Tragegriff sagt. Allerdings, wie schon vorhin erzählt, ist die Echtheit dieses Verhörprotokolls problematisch. Julia Ann Mercers Beschreibung der Situation gegenüber Henry Hurd ähnelt sehr der Beschreibung, die sie fast 15 Jahre zuvor Jim Garrison in New Orleans gab. Ich habe nur wenige Unterschiede zwischen diesen beiden Interviews festgestellt. Zum Beispiel sagt sie zu Henry Hurd, dass sie während ihres Samstagsverhörs durch den FBI aus dem Stapel der Fotos zwei Bilder benannt hatte in die engere Auswahl und dass sie die Identität dieser Männer damals nicht kannte. Etwas, das sich 20 Stunden später ändern würde, als sie Jack Ruby im Fernsehen sah. Doch bei Garrison steht, dass sie vier Fotos in die engere Auswahl genommen hatte, und das ist auf jeden Fall eine etwas problematische Diskrepanz. Diese kann natürlich dem Gedächtnis und der verstreichenden Zeit geschuldet sein oder der Art, wie die beiden Gesprächspartner, also Jim Garrison in 1968 und Henry Hurt in 1983, ihre Fragen gestellt haben oder den Gesprächsverlauf in dem entsprechenden Kapitel ihres Buchs verarbeitet haben. Auch schreibt Henry Hurd, dass sie am Sonntag, als sie vor dem Fernseher saß und mit ihrer Familie live zusah, wie Ruby Oswald tötete, ausgerufen haben soll, dass dies die beiden Männer sind, die sie in dem Lastwagen gesehen hat. Das ist ein unglückliches Detail, denn es erzeugt ein wenig den Eindruck, dass Frau Mercer mit Abstand der Jahre ihre Geschichte etwas ausschmückt, was psychologisch nicht selten ist, und wir alle machen das manchmal, ob wir wollen oder nicht. Henry Hurt schreibt dazu, dass der Report der Sheriffsabteilung besagt, sie hätten Frau Mercer am Samstag auch ein Foto von Lee Harvey Oswald gezeigt, das sie aber nicht identifiziert hatte. An dieser Stelle ist die Sache also ein wenig schlammig und undurchsichtig. Garrison sagt nichts darüber, dass Julia Mercer den jungen Mann mit der Waffe mit Oswald verglichen haben sollte. Das andere problematische Detail besteht darin, dass Jim Mars in Crossroads diesen Augenblick beschreibt, als am Samstagmorgen, eben verhört durch den FBI, sie diese zwei oder vier Fotos aus einem ganzen Stapel rauspickt und eben schreibt, dass sie eines der Fotos umdrehte und auf der Rückseite den Namen Jack Ruby geschrieben sah. Dieses Detail habe ich weder bei Jim Garrison noch bei Henry Hurd gefunden. Und solche Unsauberkeiten spielen dann natürlich in die Hände von Vincent Bugliosi. Was sich eher abgespielt hatte, war vermutlich dieses, dass Julia and Mercer am Samstagmorgen im Verhör durch den FBI einen Mann auf den Fotos identifizieren konnte, bei dem sie sicher war, dass es sich um den Fahrer des grünen Kleinlastwagens handelte und erst am Sonntagvormittag, als Oswald vor laufenden Kameras erschossen wurde, die Erkenntnis hatte, dass der Mann auf dem Polizeifoto und der Mann, der Oswald erschoss, und der Mann im grünen Kleinlastwagen ein und dieselbe Person sind. James W. Douglas machte sich viele Jahre später, also im Grunde in unserer Gegenwart, auf die Suche nach Mercer, fand aber nur ihre Schwiegertochter, die ihm zu verstehen gab, dass Mercer keine Hanebüchene Spinnerin war. Sie war tatsächlich deshalb abgetaucht, weil sie schon damals in den Tagen der Garrison-Ermittlung schnell begriffen hatte, was eine Zeugeneinschüchterung war und dass Menschen auch schon wegen dieser Kennedy Sache großes Unglück erfuhren oder komplett verschwunden waren. Was nach meinem Dafürhalten gegen Julia und Mercer spricht, ist eine gewisse Logik, etwas, das bei all diesen Betrachtungen oft verloren geht, weil die Beschäftigung mit diesen Themen zwar einen gewissen Enthusiasmus befeuern kann, aber es ist auch wichtig, ein paar Schritte zurückzugehen und zu versuchen, das gesamte Bild zu betrachten. Was meine ich damit? Nun, es erscheint mir absurd, dass ein Attentäter zwei Stunden vor dem Attentat an der Elm Street parkt und dort bei Tageslicht und während der Rush Hour den niedrigen Grashang zum Holzzaun hochgeht, mit einer Schusswaffe in der Hand, was extrem unvorsichtig und unprofessionell anmutet. Zumal es sichtlich unscheinbarere Methoden gab, den Holzzaun zu erreichen, zum Beispiel über den Parkplatz oben, oder indem man auf die andere Seite der Unterführung fuhr, also 150 Meter weiter, und dort direkt hinter der Unterführung ausstieg und die kurze Böschung zu den Zuggleisen hochlief. 20 Meter. Dann kreuzt man eilig die Gleise, hofft von Lee Bowers in dem Zugkontrollturm auf der anderen Seite des Parkplatzes nicht gesehen zu werden, und schon wäre man in Position. Man kann natürlich immer spekulieren, dass sich die Attentäter die logische Annahme der zivilen Bevölkerung, dass kurz vor der Ankunft des Präsidenten alle bewaffneten Menschen dem Secret Service oder dem FBI angehören müssen, eigen machten und dass diese grundsätzliche Annahme ihnen eine Art Schutzschild bot, sich frei im Gebiet zu bewegen, vielleicht mit gefälschten Geheimdienstausweisen in der Tasche. Vielleicht, es ist eine Idee, die trotzdem auf wackeligen Füßen steht. Unterm Strich müssen wir an dieser Stelle eine gewisse Aporie erklären. Wir sind nicht imstande, bei diesem spezifischen Sachverhalt mit absoluter Gewissheit die Fakten zu benennen. Es kommt hier darauf an, wem du mehr vertraust einer Julia in Mercer oder dem FBI. Und beide Seiten hätten ein Motiv zu lügen, doch das Motiv des FBI ist deutlich evidenter. Das Motiv von Mercer zu lügen, um sich als eine Wichtigtourin aufzuspielen, wie Bugliosi es beschrieb, ist halt ein ad hominem Totschlagargument, welches man gerade in den USA immer aus der Kiste packen kann, da dort in allen Lebenslagen Leute häufig versuchen, ins Fernsehen zu kommen und sich ins Rampenlicht zu drängen, um Stars für 15 Minuten zu sein, um Andy Warhol zu paraphrasieren. Doch die Wahrheit ist, dass Mercer gleich nach dem Attentat und ihren Erfahrungen mit der Polizei von Dallas und dem FBI untergetaucht ist und sich aus allem raushielt, was dafür spricht, dass sie smart ist und dass sie die Dimensionen der ganzen Sache verstand. Sie ist in den darauffolgenden Jahren nur zweimal aufgetaucht, einmal in 1968, um in New Orleans mit Jim Garrison zu sprechen und einmal in 1983, um dem Autor Henry Hurt ein Interview zu geben. Und dieses Verhalten steht im krassen Widerspruch zu der Idee, sie hätte sich alles ausgedacht und wäre einfach nur geltungssüchtig, wie es Bugliosi darzustellen versuchte. Doch der FBI hatte ein deutlich stärkeres Motiv zu lügen, denn ein Schütze auf dem Grassy Knoll war undenkbar. Das gesamte System hätte unter der Akzeptanz dieser Aussagen kollabieren können. Und wenn der Preis dafür darin bestand, einen Streifenpolizisten wie Joe Murphy dazu zu zwingen, eine falsche Aussage zu Protokoll zu geben oder durch Special Agent Henry J. Oliver und Special Agent Louis M. Kelly seine Aussage in dessen Abwesenheit für den Bericht zu verfälschen. Naja, innerhalb des Machtapparats, der zu diesem Zeitpunkt seine Muskeln spielte, war das sicher eine sehr beiläufige Transgression, bei der man höchstens mit den Schultern zuckte. Der Fall von Julia und Mercer ist nur ein winziges Versatzstück des gesamten Mosaiks. In vielen Büchern ist es nur eine kleine Fußnote. Aber ich habe es für den Anfang ausgewählt, weil es sehr gut zeigt, wie schwierig es bei dieser Thematik ist, auf einen grünen Zweig zu kommen, zumindest falls man die Bezeichnung Skeptiker verdienen möchte. Für mich rangieren die Beweise und Belege bei der JFK-Thematik auf drei Ebenen. Die unterste dritte Ebene sind Beweise oder Belege, die ich für kompletten Blödsinn halte und ihnen keine Bedeutung beimesse. Auf der höheren zweiten Ebene sind Argumente, die interessant sind, aber eben eine Menge Für und Wider besitzen und somit nicht in Gänze gesichert sind. Julia und Mercer würde für mich in diese zweite Ebene gehören. Auf der ersten Top-Ebene sind dann eben unverrückbare Beweise. Assassination-Chokeholds, wie es seit einigen Jahren in der Researcher-Szene bezeichnet wird. Echte Würgegriffe, welche von den Kritikern nicht einfach so abgeschüttelt werden können. Ich wünschte, Julian Mercer könnte in dieser ersten Kategorie sein, aber ich sehe das auch mit einer gewissen Skepsis. Aber fürs Ende dieser Episode sollten wir uns etwas Spaß gönnen und auch mal spekulieren. Spekulation gehört zu solchen Projekten immer dazu. Aber es ist essentiell wichtig, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt bewusst sind, dass wir spekulieren. Diese Kontrolle darf man nicht verlieren, sonst endet man bei Außerirdischen und Atlantis. Somit spekulieren wir ein wenig. Bugliose verschluckt sich fast vor Lachen bei der Vorstellung, dass Julia und Mercer es sich nicht verkneifen konnte, den Fahrer des Glaswagens mit Jack Ruby zu vergleichen, und 1983 auch Andeutungen darüber machte, dass der andere, deutlich jüngere Mann etwas von Oswald hatte. Und Bugliosi amüsiert sich darüber, dass diese Lüge den Verschwörungstheoretikern sicherlich Kopfzerbrechen bereitet hatte, da sie einerseits ihren Schützen auf dem Grassy Knoll brauchen, zugleich aber Oswald zum selben Zeitpunkt in der Cafeteria im zweiten Stock des Texas Schoolbook Depository sitzen sollte. Und es kann ja nicht beides stimmen. Nun, das würde ich nicht so leichtfertig unterschreiben. Wenn die Forschung rund um Lee Harvey Oswald eine auffällige Sache zutage gefördert hat, so ist es das vollkommen bizarre Auftreten von Oswald-Doppelgängern. Das ist ein eigenes Unterthema der ganzen Assassination-Forschung, das rätselhafte Auftreten von Lee Harvey Oswald an unterschiedlichen, schwer nachvollziehbaren Orten. Es gibt sogar eine Menge Ansätze, die durchaus Substanz haben, die davon ausgehen, dass sich in den entscheidenden Minuten des Geschehens beide Oswalds im Texas Schoolbook Depository befanden. Der Weg des echten Oswalds von dort über Bus und Taxi nach Hause in Oak Cliff ist überzeugend dokumentiert aber es gibt eben widersprechende Aussagen von Leuten die Felsenfest behaupten Oswald wäre in einen Rambler Station Wagon eingestiegen diese Aussagen wurden von der Warren Kommission weitgehend ignoriert und als Unmöglichkeit abgetan aber die eher unsicheren Andeutungen von Julia und Mercer dass der junge Mann mit dem Gewehr vielleicht Oswald war, würden sehr gut zu der Hypothese des Doppelgängers passen. Sie sei jemand, der vermutlich seit Monaten oder Jahren darauf getrimmt wurde, eine nützliche Oswald-Imitation zu sein. Damit sind wir aber auch tief in der Region der Spekulationen. Aber ich habe euch ja gewarnt. So viel also über Julia and Mercer, die vielleicht früheste Zeugin der Ereignisse, die offensichtlich bereits vor dem ersten Schuss auf John F. Kennedy in einem diner auf dem weg nach fort worth ihre aussage gemacht hatte unsere expedition geht bald weiter macht's gut und bleibt skeptisch uh, in the vicinity where they took me and i described were, there was a flash of light or and there was something which which my eye in this immediate area on the embankment What this was, I could not state at that time, and at this time, I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot, and it sounded like it came from the left and in front of us towards the wooden fence, and there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Uh, did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence. Uh, between the book depository and the railroad train. I looked up and saw a man running up this hill.